Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Diesmal wieder Modern Warfare 2. Und zwar zocke ich ein Team Deathmatch auf der Map Subbase. Dabei habe ich die AZR mit Rotpunktvisier. Als Sekundärwerfer habe ich die Striker mit Griff. Als Perks dabei habe ich Fingerfertigkeit Pro, Feuerkraft Pro, Ninja Pro. Als Killstreaks dabei habe ich auf der 5 Free Predator, auf der 7 den Harrier und auf der 9 den Payflow. Das ist ja auch so die Standardkonfiguration, zumindest in meinen Augen in Modern Warfare 2. Johnny sieht das ein bisschen anders, aber in den späteren Gameplays, die kommen werden, werdet ihr das denn ja sehen. Weil in den letzten Tagen waren wir beide echt fleißig und haben ordentlich Gameplays erspielt. Wir haben noch fast 10 Stück jetzt übrig, also da wird euch einiges an Modern Warfare 2 erwarten. Ich hoffe mal, ihr freut euch drauf. Ich weiß ja nicht, wie ihr Modern Warfare 2 findet, aber ich schätze mal, dass es immer noch eine relativ große Fangemeinde hat. Ja, und die Runde lief ganz gut. Ich habe jetzt nicht so viel Modern Warfare 2 gespielt, also es war meistens Johnny, der das gezockt hat. Deswegen bin ich auch bei dem Gameplay nicht so richtig in Übung gewesen. Und deswegen sieht er mich mal in manchen Szenen so ein bisschen failen. Aber ich hoffe mal, das ist in Ordnung. Weil ich habe es halt lange nicht gespielt. Ich habe halt Battlefield gezockt oder ich habe auch einige Tage gar nicht gezockt, weil ich irgendwie gar keinen Bock hatte. Weil ich endlich den Patch in Battlefield 3 haben wollte. Und es gibt endlich einen Termin, zumindest auf der PS3. Auf Xbox und PC gibt es noch keinen Termin. Also auf der PS3 kommt der Patch am 27. raus, also am Dienstag. Und da freue ich mich natürlich schon drauf, weil es wirklich einige Sachen mit sich bringt, die wirklich wichtig waren. Und das finde ich halt sehr gut. Habe ich ja schon vorher in dem Gameplay mal gesagt. Also wir haben ja genug Videos über den Patch gemacht. Könnt ja, falls ihr nicht darüber informiert seid, einfach mal oben bei unseren Videos gucken. Und euch einfach ein Battlefield 3 Gameplay raussuchen von den letzten Tagen, letzten Wochen. Und da werdet ihr dann auch die Patch-Informationen dann bekommen. Also Johnny und ich haben da ziemlich viele Videos über die Informationen gemacht. Es soll ja jetzt nicht hier in dem Gameplay so viel um Battlefield 3 gehen, weil es ist ja Modern Warfare 2 Gameplay. Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen sagen, was so der Grund dafür ist, dass ihr gerade nicht so wirklich MW3 seht. Also der erste Grund ist schon mal, dass ich gerade mein MW3 verliehen habe. Also ich habe das gerade selbst gar nicht bei mir da. Und deswegen kann ich im Moment gar nicht MW3 zocken. Ich habe auch nicht wirklich Bock drauf, weil mich es einfach nur noch ankotzt. Es ist einfach nur langweilig. Und da gibt's overpowerte Waffen und sowas. Die Killstreaks bringen überhaupt nichts mehr, weil jeder mit Blind Eye rumrennt. Und ich zock eigentlich nur mit Specialist, habe ich ja vorher auch gemacht, aber jetzt mache ich es erst recht. Also Assault Killstreaks lohnt sich einfach nicht. Ich habe es einfach mal wieder ausprobiert und es ist einfach nur behindert. Also hört sich halt jetzt ein bisschen scheiße an, das so zu sagen, aber ich find's einfach nur scheiße. Und am allerschlimmsten finde ich halt die Lag Compensation. Da habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Also ist ja so, ich glaube, das habe ich auch schon mal in dem Gameplay gesagt, dass die Verbindung des schlechtesten Spielers an die anderen Spieler angepasst wird. Das heißt, wenn irgend so ein Dorftrottel da zockt, will ich jetzt hier nicht irgendwie beleidigen, aber wenn irgendeiner mit einer richtig behinderten Internetverbindung zockt, dann wird die Verbindung von den anderen Spielern daran angeglichen, damit die keinen Vorteil gegenüber dem haben. Und das ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, weil warum sollten wir dafür bestraft werden, dass einer im Raum ist, der eine scheiß Internetverbindung hat? Ich meine, wozu hat man denn eine gute Internetverbindung? Bestimmt nicht, um die sich schlecht machen zu lassen, weil irgend so ein Vollidiot da in der Lobby ist mit so einer Drecksverbindung. Also das ist schon sehr nervend und halt, dass sie auch immer noch keine Server haben und sowas. Ich meine, die können doch nicht erzählen, dass sie sich keine Server leisten können. Die machen so fett Kohle. Es gibt kein Spiel, was sich so oft verkauft als diese Serie. Und deswegen kann ich das einfach nicht verstehen, weil es wäre so viel geiler, wenn es Server geben würde. Dann müsste man nicht immer mit irgendeinem Host verbindet werden. Und der hat dann auch immer einen kleinen Vorteil und sowas. Und so gut wie ein Server ist es eigentlich nie. Und das kann ich einfach nicht so wirklich verstehen. Und das finde ich auch echt schade, weil selbst die kleinsten Shooter-Spiele haben einen Server meistens. Zum Beispiel Mac, was sich kaum verkauft hat. Also nicht wirklich so gut verkauft hat. Also es ist weit hinter den Erwartungen geblieben. Und trotzdem haben einen Server gehabt, sogar auch richtig viele und große. Ich meine, die mussten bis zu 52 Spieler auf den Servern verwalten sozusagen. Und daran sieht man schon, dass selbst so kleine Entwickler sich Server leisten können. Da können die einem nicht erzählen, dass sie sich die nicht leisten können. Also ich verstehe das nicht so recht. Ich finde das auch echt schade, weil das macht einfach manchmal den Spielfluss so ein bisschen kaputt, wenn auch Post-Migrations kommen und sowas. Es geht ihm einfach manchmal echt auf den Sack. Und es ist auch in MW2 so, dass er relativ oft failt. Am allerschlimmsten war es in MW3 am Anfang, da hat es wirklich fast jedes Mal gefailt. Oder wenn man in den Raum gekommen ist, dann stand die ganze Zeit warten auf Verbindung. Falls ihr sowas mal sehen möchtet, bei unserem allerersten Live-Commentary zu MW3, also da hat Johnny so seine ersten Eindrücke gezeigt. Da war das beim ersten Raum, wo er reingegangen ist. Ich kann euch das ja mal vielleicht unten im Video verlinken, das Video. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das war. Und das ist halt sehr oft eingetreten, weil wir wollten davor schon mal so ein Commentary aufnehmen mit Johnnys ersten Eindrücken und das hat immer gefailt, bestimmt dreimal nacheinander. Und wir mussten halt immer neu aufnehmen deswegen. Es geht dann einfach echt auf den Sack. Und ja, neue Infos zu Black Ops 2 gibt's noch nicht. Also da gibt's noch nicht viel Neues. Und es ist auch noch gar nicht klar, ob es Black Ops 2 heißen wird.
Aber ich glaube, die sozusagen, es wird immer wahrscheinlicher, dass es so heißen wird, weil man hört immer mehr und sowas. Und es gab jetzt sogar schon so ein kleines Video über das Menü, wie das aussehen könnte. Also da soll einer irgendwie aufgenommen haben, das Hauptmenü. Und da stand im Hauptmenü als Option Zombie-Kampagne. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß auch gar nicht, ob das echt ist. Aber ich schätze mal schon. Und deswegen glaube ich, dass es Black Ops 2 heißen wird. Aber hier gibt es auch wieder andere Behauptungen auf der anderen Seite, dass es Iron Wolf heißen wird. Weil ich habe mal so einen Bericht gelesen, da wurde von irgendeinem Twitch-Mitarbeiter das Konto gehackt. Und da stand drin, dass der Iron Wolf gespielt hat auf seinem Konto. Und das erhärtet natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es Iron Wolf heißen wird. Und mir ist es ziemlich egal, wie es heißen wird. Aber ich irgendwie Black Ops 2 finde ich schon ein bisschen besser. Weil das Gameplay von Black Ops hat mir halt gefallen. Und es würde halt Sinn ergeben, wenn es Black Ops 2 heißt, dass es auch ungefähr wie Black Ops ist. Halt nur Nachfolger. Ich meine, das ergibt sich ja auch im Namen. Und merkt euch diese Claymore, die ich hier gelegt habe. Werdet am Ende sehen, was für eine Scheiße da passiert ist. Aber ihr werdet es dann ja sehen. Ihr seht ja bei den Punkteständen, dass wir ziemlich nah beieinander sind, die beiden Teams. Und ihr werdet am Ende sehen, was passiert. Also das hat mich schon ganz schön doll aufgeregt. Also naja, ihr werdet es gleich sehen. Es ist bestimmt in so ein paar Sekunden ist es soweit. Müsst ihr mal drauf achten. Also guckt die ganze Zeit auf die Punktestände. Also gerade ist noch, sind wir noch 100 Punkte vorne. Die ganze Zeit. Jetzt ist Gleichstand. Jetzt haben wir wieder einen mehr. Jetzt haben die Gegner wieder einen Gleichstand, bei noch einen Kill und jetzt ist vorbei. Und jetzt passt mal genau auf die Final Kill Cam auf. Also der Typ, der den finalen Kill für die Gegner gemacht hat. Hier, da. Ja, da löst das mal mit Claymore aus. Wenn der mal in meine Claymore gelaufen wäre, hätte ich einen Kill mehr und wir hätten gewonnen. Super. Echt klasse. Und mein Gameplay geht hier mit einem 20-5 zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.